So, Back in Action. Heute haben wir nur ein Spiel vorgestellt und werden uns jetzt darum kümmern, Dredge weiterzumachen, wo ich glaube ich letztes Mal, als wir gestern Abend in... Boah, gestern Abend schon sehr spät gespielt haben. Ich glaube, uns schon mal darauf vorbereitet haben, dass wir jetzt zu den, zum neuen Gebiet kommen, wo wir die Mangroven einsetzen können, weil ich glaube, ich war jetzt hier überwiegend fertig in der Ecke. Wir haben nur noch ein bisschen Geld gesammelt, damit ich nicht total mittellos bin. Und sonst haben wir hier, glaube ich, alles erledigt. Ich habe ja noch mit dem... einen Plan für die Zukunft. Das lesen wir ja zur Zeit. Den verhotteten Meerei zu liefern. Das könnten wir noch machen. Wer weiß, was die uns gibt. Hey. Manifestation. Im Bett darf man auch nicht mehr rauchen, aber ich habe dafür extra einen Rauchmelder. Echt schnell inzwischen mit dem neuen Motor und alles. Wir haben noch einen Saphirring. Den können wir gegenüber eben abgeben. Hui! Also beim Feriendorf was Besonderes gefunden. Ich habe gestern den Schluss noch nicht gesehen. Gestern beim Feriendorf haben wir genauso wie vorher bei solchen Sprenggebieten ein besonderes Metallstück gefunden. Also findest halt für das generelle Upgrade da die Metalldinger. Wie heißen sie? Das veredelte Metall, genau. Das meine ich nicht. Was meinst du dann beim Feriendorf? Ich muss sagen, ich war gestern auch nicht mehr so fit. Verraten, was man da findet? Oder meinst du, was man findet bei der Karte? Nee, aber das Feriendorf, das war doch verrottet und da konnte man doch eh nicht andocken. Tut mir leid, Sarah, du musst nichts verraten. Ich weiß, erinnere mich auch nicht mehr an gestern. Also jedenfalls erinnere ich mich nicht, dass da jetzt so irgendwas so Besonderes war, dass ich gesagt habe. Da wurde einer vergessen. Okay. Also was? Fischerboot. Also Sarolon aus dem Chat schickt mich jetzt zurück zum Feriendorf später.
Mehr Aal. So, den soll ich einfach ein bisschen in der Sonne liegen lassen. Du hast keine Sprengladung dabei. Alter! Ich habe ja auch getrunken. Kein Wunder, ich so viele Sachen ramme. Ach, ich hab ablegen gedrückt. Ich wollte eigentlich ans Lager. Dann tue ich da einfach einen Aal rein und der wird ja mit der Zeit dann vergammeln, dann kann ich ihn abgeben. Warum juckt mein Bart heute? Bartflechte. Na, ich hoffe nicht. Scheiße! Oh, ich wurde vom Chat kurz abgelenkt. Ich lese mir gleich das durch, ist gerade problematisch. Mich verfolgt der hässliche Fisch. Aber danke, Baby-ish, und grüß dich, lang nichts gehört. The Great War Western Front hat seine Momente, aber ich muss dazu sagen, es ist nicht perfekt. Im Nachgang, wenn man lange gespielt hat, danke leider Stiefel für deinen Sub, merkt man dann doch so ein paar Unzulänglichkeiten. Was nicht schlimm ist, es ist trotzdem immer noch ein gutes Strategiespiel. Aber es muss ein paar Patches geben. Ich glaube, das ist ein schlechtes Spiel, um dabei zu trinken. Ah, nein!
Aber hier war ich doch schon. Priorität in die Asche. Und finden. Andi, hier war ich noch nicht. Das ist komisch. Suche nach den Fußspuren. Aber hier kann ich wenigstens die Nacht verweilen. Ohne dass was passiert. Ich bin auf einer Weiterbildung für ein halbes Jahr. Ich mache mich deswegen etwas rar wegen Lernen und so. Und ja, das Game ist an einigen Stellen unrund und ich hoffe auf DLCs. An sich braucht es erstmal eine Wegfindung, die funktioniert. Weil das ist im Moment wirklich zu viel unnötiges Truppenmanagement. Aber ich hoffe, dass es wieder etwas besser bei dir laufen wird. Also beruflich und privat. Oh Mann. Kennt das Gefühl, wenn man einen Pickel bekommt, dass man das vorher schon spürt? Da bekomme ich einen. Bekommen wir einzelne Pickel. Aber die werden dann so groß, dass man denkt... Sie haben sich verbündet und haben nur darauf gewartet, an einer Stelle zu kommen. Die haben mich beschädigt und deshalb sind die Holzplanken über Bord gefallen. So ein Arsch. Aber Picke waren früher nicht mein Problem. Früher war mein Problem eher Haare. Dafür wurde ich ja auch gemobbt. Und auch, weil ich mit Frauen gut klarkam. Chance von 15% mit Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Achso, das war ein Plan für die Zukunft, ne? Das letzte Buch, was wir gelesen haben. Zwei Metall, zwei Holz. Beim Fangnetz zwei Holz, zwei Stoff. Das hörte ich, aber das will ich gar nicht haben. Ach, verdammt. Mein Aal ist zu weit geschimmelt. Nicht, dass sie den in so einem Zustand haben will. Ist bei dir zurzeit alles top?
Ich denke schon. Ich kann mich nicht beschweren. Es geht immer ein bisschen besser. Aber insgesamt geht es mir angenehm gut. Ein paar Baustellen hat man immer. Ja, es ist solide. Genau, wir hatten ja zwei weitere Forschungs gefunden. Die Reparatur habe ich gemacht. Ich fahre mal rüber zu der Dame, aber muss ich wohl den Fisch wirklich beobachten, während er vergammelt. Die Schätze habe ich schon geborgen. Die Rede von den Schiffen, die wir hinten gefunden haben. Ich glaube, Sprengladung brauche ich theoretisch nicht mehr. Ich vergesse mein Schiff zu reparieren. Ach, nicht schlimm. Wir warten eh darauf, dass es dunkel wird. Die Sache ist, es geht halt immer ein bisschen besser, aber in letzter Zeit sind Leute sehr nett zu mir, muss ich sagen. Bin ich nicht gewohnt, wie immer. Ich bin ein bisschen verplanter als sonst. Das bin ich aber gewohnt von mir. Viele, viele coole Sachen, coole Connections zu ein paar Publishern, mit denen ich zusammenarbeite. Mit auch Leuten, mit denen ich gerne so zusammenarbeite. Wo auch mal mehr Potenzial und Möglichkeiten da sind. Und wir haben, also meines Erachtens haben wir ein seit langem wieder sehr cooles und umfangreiches Spielejahr. Also von dem, was dieses Jahr so kommen soll. Ich weiß, während Corona, es gab zwar seine Releases, aber irgendwie konnte man sich da nicht drauf freuen. Also klar, es gab da auch ein paar gute Spiele, aber im Moment ist es wirklich wie ein Segen, was so kommt. Ne, es kommt immer mal wieder was Interessantes oder was Cooles. Ob es jetzt hier so ein kleines Spiel ist wie Dredge. Boah, ich hatte da einfach in meiner Breakdown-Zeit einfach nicht den Kopf für. Man hat so seinen Dienst gemacht. Dienst nach Plan. Weil es irgendwie erwartet wurde. Aber war nicht so 100% bei der Sache emotional. Das würde aber alles jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief gehen. Big Ambitionen oder Ambitions, oder wie es heißt. Hatte ich die Entwickler auch angeschrieben. Sarolon schenkt mir das jetzt aber nicht. Und hatte damals kein Preview-Key bekommen. Ich weiß zwar nicht warum, weil viel kleinere Kanäle beliefert wurden. Wobei, Größe ist nicht alles, ich weiß. Aber trotzdem, hatte mich damals gewundert. Also ist ja nicht so, dass ich da nicht ein guter, ja, wie sagt man, keine gute Präsentationsfläche für hätte.
Ich glaube, da ist ein schönes... Also, vielleicht spiele ich es nochmal irgendwann. Jetzt habe ich erstmal ein paar andere Sachen die Tage noch zu tun. Hallo, einmal kurzes Feedback zu etwas anderem. Ich war ja so kontra Diablo 4 eingestellt. Ich habe den Todbeschwörer in der Open Beta gespielt und jetzt kann ich es fucking nicht mehr abwarten. Deshalb immer der Sache vielleicht auch eine Chance geben. Vor allem, wenn man, sag ich mal, in der Beta so eine Chance hat, also beziehungsweise Zeit hat, sich mal was anzugucken. Wobei man sagen muss, die Beta ist ja nicht der Garant dafür, wie das Spiel letztendlich wird. Es ist ja nur eine Andeutung. Weil es wurden viele Sachen wohl in der Mechanik verändert. Auch mit den Drops und auch dieses, mit den Aspekten auf den Gegenständen Diablo 4 und so weiter. Das kommt wohl im finalen Spiel erst später, weil das mit dazu gehört zur Komplettoptimierung des Charakters. Man hat auch gemerkt, wenn du mit den Aspekten, wenn du alle Gegenstände hattest auf Legendär und mit Aspekten drauf, war dein Charakter eigentlich weit entfernt von einem Balancing im normalen Schwierigkeitsgrad. Das wurde auf jeden Fall im Nachgang noch so erklärt, dass es daran gelegen hat. Also ich bin auch gespannt. Also, wenn ich es kacke gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Stunden in die Betas versenkt. Weil ich bin da nicht der Typ für, ich kann mich da nicht zwingen zu und sagen, ja, ich mache es einfach mal. Wird schon schief gehen. Aber bis dahin gibt es noch genug andere Sachen. Das neue Star Wars Spiel, wo ich den Vorgänger gespielt habe, wird sehr gut. Da hat auch ein alter Bekannter vom Storywriting mitgearbeitet, den ich kenne noch von Creative Assembly. Der hat mich früher als historischer Berater und Storyschreiber bei Creative Assembly gearbeitet für Total War Three Kingdoms. Der hat bei Star Wars jetzt beim Nachfolger mitgearbeitet. Das ist immer so die Sache, man denkt so, man kennt niemand branchentechnisch und dann siehst du die Leute bei anderen Projekten einfach wieder. Da hat er nichts zu sagen wegen Bemusterung oder kannst du mal Feuer zeigen. Ja, der hat, genau, Hardmore, der hat da historische Beratung gemacht bei Three Kingdoms, obwohl das gar nicht so sein Haupttopic war, aber er hat sich da, sag ich, eingelesen, ne? Der hat seine Expertise dann geholt. Das war so sein Thema. Da kannte ich ihn auch, weil ich ja ein Interview gemacht hatte damals in London und er saß halt mit dabei für alle historischen Themen und dadurch hat man sich damals auf Twitter connected. Wie man das halt so macht. Hast du Twitter? Wie heißt du auf Twitter? Komm, wir connecten uns mal. Also Günner ist kein Historiker. Günner untermalt Let's Plays mit Informationen aus der historischen Zeitlinie. Aber er ist, glaube ich, beruflich. Ich glaube, Geschichte hat er nicht studiert auf Lehramt. Er ist ja Lehrer, aber er unterrichtet, glaube ich, auf Lehrer was anderes. Das war, glaube ich, immer so ein Hobby für ihn eher. Nee, der hat auf Lehramt studiert, aber ich glaube, das war nicht Geschichte. Falls die Gamescom dieses Jahr nicht ins Wasser fällt, sehe ich Günner ja wieder, weil wir uns ja normalerweise auf der Gamescom immer treffen. Ich will gar nicht darüber reden, obwohl das immer so schnell geht. Wir haben so schnell wieder August. Und dann kann ich meine Füße wieder kaputt laufen.
Aber er macht sehr viel Recherche, bevor der die Folgen aufnimmt und so weiter, weil er ja dann feste Themen drin haben will. Das würde bei mir gar nicht so gut funktionieren, weil ich dafür einfach zu viel produziere. Nierschbarsch. Augenlos und sehnlos, wird nur angetrieben von seiner Fresslust. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wegen Günner. Wir kennen uns ja schon viele Jahre, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht Geschichte studiert hat. Weil ich mich daran noch, glaube ich, erinnere, dass er damals dazu meinte, das ist halt für ihn eher eine Hobbygeschichte. Das hat ihn halt schon immer interessiert, aber er wollte halt nicht mit seinem Hobby arbeiten. Also sein Hobby zur Arbeit machen, im Hinblick, weil es dann halt Arbeit wird. Ist das nachvollziehbar? Ich bin nicht sicher. Guten Abend, Last Keeper. Den kannst du zurückwerfen. Ach, jetzt steht Zustand verdorben dran. Vielleicht vorhin schon. Ich dachte, der sieht ein bisschen anders aus, wenn er verdorben ist. Hui! Hier, du wolltest doch einen verrotteten Aal. Perfekt, der ist wunderbar. Ich kann dir zum Dank eine kleine Summe bezahlen. Gute Fahrt. Ach, ich dachte, ich würde von ihr wenigstens so ein Research-Tool bekommen. Er wollte sein Hobby rein als Hobby behalten, um sich die Freude daran zu erhalten. Korrekt. Das ist das, was ich sagen wollte. Es ist nur im Chat besser ausgedrückt worden. So, 6 Uhr morgens. Fahre ich eben zurück. Ach, ich fahre eben zurück. Dann kann man auf dem Weg noch über irgendwas drüber stolpern. Bei Avatar bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, weil Avatar ja angeblich in die Richtung gehen soll wie ein Far Cry. Und da muss man muss echt mal schauen. Also Ubisoft hat keinen guten Start, also Stand im Moment irgendwie. Bei denen ist halt einfach, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Es läuft nicht rund im Moment bei denen. Ich habe zwar Avatar, den zweiten Film, sehr gerne im Kino gesehen. Ich fand es super, also von der Technik her war der wirklich krass. Und wäre auch schön, wenn das Spiel super wird. Also wenn für Avatar ein richtig gutes Spiel kommt. Aber ich bin da auch noch unsicher. Dafür hat Ubisoft zuletzt echt keine guten Sachen abgeliefert. Und da ich auch die Betas mir angeguckt hatte, von Sea of Thieves und sowas zum Beispiel, wo ja auch nichts rund läuft. Hat man ja noch eine schwierigere Einstellung im Moment. Avatar Teil 2 will ich mir wieder in der Steelbox holen. Dafür muss ich erstmal wieder ein DVD-Player haben oder beziehungsweise einen Blu-ray-Player. Mein Blu-ray-Player liegt nämlich im Schrank seit, glaube ich, 3 Jahren. Den habe ich letztes Mal ausgepackt und dann versucht, damit was zu gucken. Das geht natürlich nicht mehr.
400 für den Fisch. 1200. Kapital. Ich hab lieber mehr Lager. Was brauche ich noch? Zwei Metall. Es ist total, also ich habe damals ja auch ganz viele DVDs noch gekauft und Blu-rays gekauft. Vor allem über Amazon immer diese Kauf 3, Zahl 2 Geschichten. Aber ich habe irgendwann alles verschenkt. Verschenkt, wieder verkauft, außer, sag ich mal, die wirklichen Premium-Filme, wo ich sage, okay, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch in 20 Jahren vielleicht angucken. Aber sonst gucke ich ja nur noch über Streaming-Dienst. Wobei das Problem dabei natürlich auch ist, ist ja auch nicht immer alles verfügbar. Ja, für so ein bisschen Berieselung reicht das. Nun kommt meine Freundin zum Beispiel und will irgendeinen Film gucken, der 30 Jahre alt ist, der auch nicht so viel im Fokus ist, dass das wirklich jemand auf dem Streamingdienst interessieren würde, und den gibt es dann halt nirgendwo zum Streamen. Und dann denkst du ja, oh, Schatz, echt, ey. Den kann man nur kaufen. Warum gibt's hier nicht? Du hast so viele Abos. Ja, so ist das halt dann leider. Kann man bei anderen Inseln andere Krabben fangen? Bestimmt. Wir nehmen die Körbe einfach mal mit. Kennst du den Film Unternehmen Petticoat? Muss ich ein Bild zu sehen. Der Name sagt mir erstmal nichts. Was aber nichts heißt, ich gucke fast alles. Aber zurzeit gucke ich die Serie Rookie auf Netflix. Weil ich den Schauspieler aus anderen Science-Fiction-Serien kenne. Die Mission in diesem Spiel ist, ein Fischer zu sein. Und ein paar Elemente der Macht zu finden. Richtig, von Firefly. Du baust dein Schiff aus, hast ein bisschen was mit Cthulhu zu tun. Es ist ganz nett. Also, es ist natürlich die 10.000ste Polizeiserie. Aber es ist okay. Ich brauche immer was nicht so Anspruchsvolles, was ich gucken kann, während ich YouTube-Videos einstelle. Oder generell am PC Korrespondenz mache oder meine Steuer oder Buchhaltung und sonst irgendeinen Scheiß. Da brauche ich irgendwas, was daneben laufen kann, was nicht so anspruchsvoll ist. Und dafür fand ich Rookie ganz gut. Wenn Rookie mehr für euch ist, ist das auch in Ordnung.
Ein Serienuniversum, was ich mag, ist das Chicago-Universum. Wenn es um Universen geht, kenne ich nur große. Dann gibt es halt DC, es gibt Marvel und My Little Pony. Danke, Viori, fürs Folgen. Chicago Fire, Chicago PT, Chicago Mad. Weiß ich nicht, habe ich glaube ich nichts von geguckt. Ach, Law and Order, das kenne ich wenigstens. Da habe ich ein paar Folgen gesehen. Das wird alles bestimmt einfach im selben Studio produziert und die sitzen eh nebeneinander. Und dann machst du halt die Crossovers. Weil einer aus Versehen mal ins andere Studio gelaufen ist. Ich hoffe, dass ich gleich relativ schnell den Hafen habe. Aber da vorne ist ja schon das Licht, dass wir die reisende Händlerin sein. Also das Marvel-Universum ist ja vernünftig. Es ist sehr viel verzahnt, wenn man sich damit befasst, aber was ich nicht tue. So, 4 weitere Frachtslots. Nee, nicht Schwimmdock. Das kann auch alles erstmal wieder ins Inventar, ins Lager. Nehmen wir zur Sicherheit eine Sprengladung mit. Können wir erstmal die Körbe auslegen, obwohl hier steht, dass es keine, nicht viele Krabben gibt. Ah, hier sind viele. Schlaf gut, Babyisch. Oh, hier ist ein Flugzeug runtergekommen. Erkennungsmarken. Ein paar Erkennungsmarken, ein Name, eine Nummer und eine Adresse sind in doppelter Ausfertigung aufgedruckt.
Hauptsache das Fisch da hinten lässt mich in Ruhe. Der Fisch da hinten lässt mich in Ruhe. Einfach mit Arbeit ablenken. Guten Abend, Kira. Guten Abend, Quarksteilchen. Wenn man die Erkennungsmarken brauchst für eine Nebenquest. Sonst hätten sie nämlich einen Verkaufspreis. Nimm doch eine Cola-Dose. Lieber als Panzer. Du darfst wieder gehen. Weil es die maximale Anzahl von Krabbenkörbe so viel wie du aussetzen willst. Ich glaube nicht, dass die in der Form limitiert wurden. Weil, wieso? Du glaubst, es kommt dann irgendwann, sie haben zu viele Krabbenkörbe. Wahrscheinlich die Kennzahl, je nachdem, was für ein Feld dafür genommen wurde. Das sind die Fragen, die Leute heutzutage stellen. Es gibt bestimmt schon irgendeinen YouTuber, der hat geguckt, wie viele Krabben du, also Krabbenkörbe du aussetzen kannst. Die Erkennungsmarkt nehme ich einfach mal mit. Hast du irgendwas Neues? Was kannst du mir den Windstrang erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Ich bin nur einmal dort gewesen. Ich bin in diese Lagune da gefahren und habe gesehen, dass man nach links, rechts oder geradeaus weiter kann. Etwas dort war unheimlich. Durch den Nebel sah es so aus, als würden die Bäume sich bewegen. Ich kann es nicht erklären. Ich wendete und fuhr zurück. Ich nutze diesen Ort manchmal, um mich ein paar Tage auszuruhen. Durch den Nebel wirken die Sonnenaufgänge immer besonders dramatisch. Natürlich mache ich hier keine guten Geschäfte. Natürlich nicht. So, wir warten jetzt auf den nächsten Tag und dann fahren wir da rein. Es gibt keine Marktlücken, außer man macht es einfach so für Leute, die sich nicht interessieren. Das sieht aus wie eine Falle.
Mein Gott, was für ein Brocken. Okay. Die Wurzeln bewegen sich wirklich. Und jetzt fehlt mir Sprengladung. Ja, ich hatte nur eine. Also es gab nur eine zum Kaufen. Bei der Händlerin. Keine Angst, die Geräusche sind normal. Aber schön, dass man inzwischen wirklich eine ganze Nacht eigentlich unterwegs sein kann, solange man nichts Böses, also nichts Bösem begegnet. Okay, 174 bringt der. So, 3 Forschungen. Kann ich die Angel freischalten? Dank modernster Fischereitechnologie arbeitet diese industrietaugliche Vorrichtung mit größtmöglicher Effizienz. Aber nicht bei Mangroven und vulkanisch.
Der war schon verdorben. So lange war ich doch gar nicht unterwegs, der beim großen Fisch. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Geld ist das, zurzeit ist nicht das größte Problem. Wieso habe ich gar kein Problem bei Geld? Was rede ich da? Nehmen wir den Sprengsatz mit. Der nur da rein. Aber jetzt decken wir alles ab. Irgendwie beim Tagwechsel. Guten Abend, Brandon. Neue Sachen ins Lager, dann muss ich dafür weggehen. Nee, da ist es. Aber wenn ich richtig gesehen habe, als wir hinten waren, fehlten uns zwei Sprengladungen, um da durchzukommen. Aber woher soll ich das vorher wissen? Flaschenpost. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Ist auch wieder nur ein Metallstück, ein veredeltes. Deutsch mit und Sohn, Nummer 27, Kleinmark, 22. Dezember 1926, die Summe von $50 und 0 Cent für eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung erhalten. Bemerkung, weitere $3 für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde will morgen wiederkommen.
und das Schmuckstück abholen. Der Text sogar wohl lautet: Für Jay, mein leuchtenden Stern. Jetzt eh nochmal zurück muss, kann ich auch ein paar Fische noch mitnehmen. Wenn ich mich nicht doof anstelle. Alles für noch mehr Sprengladungen. Ne? So, das Metallstück kann ins Lager. Was gibt's für den Fisch? 230. Dann gehen die Werft und reparieren den Rest. Ich habe die Sprengladung nicht gekauft. Nein, ich habe noch keine Felsspalten. Moment, Felsspaltenrätsel. Meinst du das mit den schwarzen Steinen? Nein, habe ich noch nicht. Also nein, dann habe ich das noch nicht gemacht. Lass mich raten, hier treffe ich jetzt einen Piloten und der will die Erkennungsmarken der abgestürzten Flugzeuge haben. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig ein Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit dem hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Ich höre zu. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegern-Helden kennengelernt, doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Nein, ich kann dir helfen. Ich bin Quest-positiv gestimmt. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers eines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir den Absturzstellen auf der Karte. Dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Du willst deine Kameraden ehren. Ich habe ein paar ihrer Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das scheint mir doch recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Sollst du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, werde ich sie zu meinen Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier, nimm das, auf Treu und Glauben.
Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr. Ja, die haben wir ja schon gesehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren, also sei vorsichtig. Nochmal das angeklickt. Das tut mir leid, dass du nicht weiterkommst, aber ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. An mit den Steinen. Zwei bis drei pro Tag, circa drei pro Tag. Total super, ich hier überall schon war eigentlich. Und jetzt nochmal hier hin musste, weil jetzt der Mörser natürlich jetzt aufgetaucht ist. Wer ist denn jetzt schon in seinem verfrühten Osterurlaub im Chat? Oder wollt ihr es nicht zugeben? Darolun ist es nicht. Meine Freundin hat seit heute frei. 10 Semesterferien? Nein. Kira muss danach ins Krankenhaus. Alles Gute für deinen Krankenhausaufenthalt. Du musst natürlich nicht sagen, worum es geht. Weil meine Freundin hat auch seit heute Urlaub, wobei das einfach. Die hat eh nur noch bis zum 15., nee, bis zum 14. zu arbeiten, aber die hat noch drei Urlaubstage gehabt, musste ja irgendwo hin damit. Achso, nur zur Kontrolle. Nee.
Schwimmdock. Die beiden können ins Lager. Dann gute Besserung, Last Keeper. Mir hat heute jemand gesagt, dass die Person krank geschrieben ist und für 50 Euro Medikamente gekauft hat, wo ich gedacht habe, okay. Ich glaube, ich habe noch nie für 50 Euro Medikamente gekauft, wo ich krank war. Also zusätzlich zu dem, was der Arzt einen eh schon verschreibt. Wahrscheinlich sind da Sachen dabei, die nur den Urin teurer machen. Kenne ich, darf jeden Monat 200 Euro ausgeben wegen Medis. Bei Kältung bekommst du wenig vom Arzt. Ja, wenigstens war, also wenig, was, sag ich mal, von der Kasse getragen wird. Aber wenn ich erkältet bin oder grippal, dann nimmt man Gripostat oder Aspirin-Komplex. Dann habe ich so gut wie keine Symptome mehr. Das funktioniert bei mir einfach blendend. Ich will jetzt nicht Werbung machen für irgendwelche Pharma-Sachen. Und das ist dann eigentlich alles, was ich dazu nehme. Und vielleicht noch Lutschtabletten. Dementsprechend, falls ich Halsschmerzen habe, weil da kannst du eh nicht viel machen. Außer vielleicht Honig, Tee. Diesem Wald fehlt übrigens eine Hexe, die irgendwo hier einen Voodoo-Zauber macht. Exoral hilft gegen Halsschmerzen. Das habe ich jetzt so voll in meinem Gehirn abgespeichert und werde das nächste Mal verwenden, wenn ich Halsschmerzen habe. Werde es aber bis dahin definitiv vergessen. Ich habe bei einer Rachenentzündung zuletzt 2 Pakete Paracetamol und 2 Halspastillen gekauft. Das war schon über 30 Euro. Aber Paracetamol kostet doch kaum was. Gibt's da was von Ratiopharm? Nein, aber ich habe ja auch. Moment, nee, Paracetamol, Limozin ist auch super. Schmeckt nach Zitrone und betäubt den Hals. Okay, es tut mir leid, dass ich im Krankheitsfall nicht so viel kaufe. Ich sehe, andere sind da ein bisschen intensiver, um ihre Schmerzen zu lindern. Oh. Ja, ich wahrscheinlich verdient. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Nein, alles hier, alles was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. So, ich habe Teile des Mörsers gefunden. Das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Garaus machen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf der Karte. Verstanden? Sie werden von ganz speziellen Ködern angelockt. Ist es sicher? Natürlich nicht. Hast du alles? Wie hast du die Fallen gebaut? Mit Geduld. Diese Kreaturen scheinen nur auf Bewegung zu reagieren. Also erstarrte ich, wann immer eines in meiner Nähe war.
Wir müssen 3 spezielle Köder herstellen. Das habe ich schon mal gesehen. Das ist der für den ersten Köder. Langflossenaal. Das ist halt für den dritten Köder. Der hätte es auch selbst fangen können, mein Freund. Der ist auch in Ordnung, wirklich, dass man nicht, ich rede ja auch nicht davon, dass man hier in Deutschland schwere... Generell Schmerzmittel in Deutschland. Mein Gott, wir haben irgendwelche Regelungen für Ibu, dass du nur 300er Packs so kaufen darfst, dann kannst du auch 2 nehmen, hast auch eine starke Ibu und so Geschichten. Das ist natürlich total lächerlich, aber es ist okay, dass es bei uns so limitiert ist. In den USA kaufst du einfach so ein 100er Paket Aspirin in der Dose, die aussieht, als wenn du die irgendwie in der Box Bonbons kaufst, und die schmeißen dich halt Schmerzmittel, wie es nicht geht. Und das ist auch eher so diese Geschichte, wo man dann wirklich gucken muss, okay, das ist ja organschädigend irgendwann. Ich glaube, in Deutschland sind wir da relativ weit von weg, wobei die natürlich auch die ganzen süchtig machenden Schmerzmittel haben, und dann sind die abhängig von allem Möglichen. Entschuldigung. Mein Gott. Ich, da kostet alles noch mehr, deshalb gehst du ja auch ins Krankenhaus und täuscht eine Verletzung vor. Also du schießt dir oder schmeißt ein Messer in deinen Fuß, gehst ins Krankenhaus und dann verschwindest du einfach mit allem, was du finden konntest im Krankenhaus. Du solltest nicht täglich Ibuprofen nehmen. Aus wie eine Art Wels. Vor allem, weil die Wirksamkeit auch eh nachlässt da mit der Zeit. Ibus gehen auf den Magen. Das erklärt einiges. Ibu wäre nämlich auch meine Wahl bei Sachen. Also bei der Verwendung von Schmerzmitteln. Weil Aspirin wirkt bei mir nicht mehr. Bin ich denn gerade? Ach so, relativ weit vorne. Schöne Krabbe.
Geh weg. Den ich werft, Schwimmdock. Der Köder kann auch ins Lager gebracht werden, einfach. Die kleinen, drei kleinen brauche ich aber es war doch noch gar nicht benannt, was ich brauche. Also habe ich gedacht, dass ich die noch nicht kenne. Die Fische, die ich benötige, aber ich kann die ja wieder fangen. Nein, alles cool. Wenn du nicht schlafen gehen, dann lass es. Keiner kann dich zwingen zu schlafen. Der Morgen kommt dennoch. Ich kann dir ein Glas voll stinkenden Hundefurzes schicken, den ich gerade rieche. Ich atme ihn einfach tief ein und atme in ein Glas rein. Das hält dich aber wach. Ah, der gehört auch zu einem der Oh. Brutale Mechanismen mit drei aushöhlenden, häutenden Haken. Ein Angelgerät des Schreckens. Und ja, jetzt brauche ich nur noch den welsähnlichen Fisch.
Du hast ja noch eine Erkennungsmarke. Und ein schicker Stiefel. Randvoll mit Scheiße. Der muss aus Texas stammen. Moin, Flensi. Wie ist das Game so? Super. Könnte man es auch ohne Sarkasmus sagen? Ich bin nicht sicher. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Ein Parasit bohrt sich in einen riesigen, schlangenartigen Kadaver. Er frisst, wird fett und vermehrt sich. Tentakel sprießen aus seinem Kopf und tasten durch das umgebende Wasser. Der Körper des Wirts erschaudert widerwillig mit einem Schrei, der in den Wäldern widerhallt. Erhebt er sich einmal mehr. Da ist der Welt. Ist das halt so. Entspannt wäre nicht das Wort, weil ich für das Spiel suchen, also benutzen würde. Es ist halt ein interessantes Game. Es ist nicht zu aufregend, ist aber auch nicht zu langweilig, dass man sagen würde, jetzt ist total alles dämlich. So. Das sind alle, die du finden konntest. An die ich mich erinnern kann jedenfalls. Ihre Gesichter beginnen zu verblassen. Da gehört der noch rein. Und das ist die nächste Falle. Moment. Ach, Gerät zur Probe, das brauche ich doch gar nicht mehr. Kann weg. Das Papier für den Schatz brauche ich auch nicht mehr, das kann auch weg. So, dann haben wir hier Platz für den Stiefel.
Und jetzt alle Reihen weg. Ich möchte gerne Bonuspunkte. Unübertroffene Punkte Fassungsvermögen und Langlebigkeit. Vorsicht, die Konkurrenz kommt einmal beim Lehren gern mal, kommt einem beim Lehren gern mal zuvor. Also mir erzählen, dass sie meine Krabbenkörbe. Er hat keine Quest mehr. Es geht nur darum, wo man die Köder jetzt platzieren soll. Alles gut. Sehr schön. Danke für diesen Fleischklumpen. Wir werden immer in Ehren halten. Ich hätte auch gern so einen treffsicheren Mörserschützen. Egal in welchem Spiel. Der letzte ist ganz oben und dann rechts. Der letzte. Liebe ist verteilt. Schönen Nackenschmerzen, die natürlich schon viel besser geworden sind, weil Ärzte mich nur bis dahin behandelt haben, wie sie müssen, bis jetzt. Und ich bin mir sicher, wenn ich nächsten Monat beim Zahnarzt bin, also nicht nächsten Monat, diesen Monat am 11. habe ich meinen Termin, dann wird das bestimmt mit Folgekosten zu tun haben, weil Zahnärzte machen ja nichts for free, beziehungsweise nichts von Kasse aus. Gute Nacht, Quark, Teilchen.
Ein guter Zeitpunkt, noch eben schnell eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, die nichts damit zu tun hat. Warum habe ich schon eine über meine Eltern? Also die haben mal früher eine für mich abgeschlossen. Aber ich glaube, die macht nicht viel. So, wie läuft es? Ich habe da den Kadaver einer Kreatur, den ich dir zeigen will. Du reichst dem Flieger einen zerfetzten Fleischklumpen, er ist nahezu formlos. Doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem es nur gehört haben kann. Er stochert mit seinem Messer in dem gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja, es war mal einer dieser Biester. Wir machen Fortschritte. Aber es gibt noch viel zu tun. Oh, du hast noch mehr. Du lässt das Fleisch fallen und er sticht ein paar Mal mit dem Messer hinein. Es wabbelt ein bisschen. Und wieder einer weniger. Jetzt bleibt nur noch einer. Bringen wir es also zu Ende. Oh, du hast noch mehr. Du wirfst einen blutigen Kadaver dem Flieger vor den Füßen. Deine Augen glitzern vor sadistischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Es teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist, überzogen von blutigem Schleim. Nun, Fischersmann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Üppig verzierte Halskette, tränenförmige Elfenbein flankiert das zentrale Schmuckstück, ein von vier brechenden Wellen eingeschlossenen Smaragden. Das war's dann wohl. Was willst du jetzt tun? Ich weiß nicht, ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber das hier ist mir doch zu einer Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen. In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Okay. Wobei sein Ködergeschäft hier richtig scheiße liegt. Lass mich nur kurz malen. Mal zur Händlerin vorne, weil wir, glaube ich, wir müssen jetzt alle Ressourcen haben, um die nächste Ausbaustufe zu erreichen. Das Beste ist, wir können das Inventar ein bisschen leer räumen. So, da fehlen mir jetzt nur noch die Stoffballen. ...1500, das finde ich aber... teuer.
Wenn man es will. Ach so. Man fängt dann unterschiedliche Arten von Fischen ein. Alle, die halt Bock haben auf Futter. So, wenn wir in dem Gebiet fertig sind, sollten wir mal unsere Netze wieder einfangen. Sie mal so unsere Krabbenkästen. Die nehmen wir dann mit ins Vulkangebiet rüber. Beziehungsweise ich lagere die erstmal ein. Oder ich könnte sie auch verkaufen und die besten kaufen. Na, ich hätte es zuerst reparieren sollen, dann kriege ich nämlich mehr Geld raus. Sehe ich jetzt erst das auf dem Boot. Wenn ein Lager voll ist, dann wird das auch voll auf dem Boot da unten. Also dann hast du wirklich hier Kisten stehen. Weil guck, jetzt stehen da so zwei Kistchen. Jetzt verkaufe ich die Sachen. Dann ist das weg. Kleine Details. Schlaf ein bisschen, dann teleportieren wir uns jetzt zu dem Typen, der wird uns die letzte Fähigkeit dann geben. Dann fehlt ihm nur noch eine Sache. Du betrittst das Haus. Du hast die prächtige Halskette bei dir. Der Sammler bemerkt sie beinahe sofort. Ein herausragender Fund. So etwas verlangt nach einem Ehrenplatz in meiner Sammlung. Er wischt mit der Hand über einen zugerümpelten, staubigen Tisch, in dessen Ecken sich Kerzenwachsreste sammeln. Er platziert die Halskette vor sich auf dem Tisch. Und ich nehme an, du erwartest jetzt eine Belohnung dafür. Einmal mehr öffnet er das Buch. Staub wirbelt auf, als er daraus vorliest. Du fühlst dich plötzlich schwach, aber du stehst da wie angewurzelt. Deine Knie drohen nachzugeben. Atropie. Fange sofort einen ganzen Fisch warm. Als er zu Ende gelesen hat, spürst du, wie das Blut langsam zurück in deine Beine fließt und deine Brust von einem Gefühl der Stärke durchströmt wird. Wir sind so nah dran, es fehlt noch eines. Ich schlage das ja nur ungern vor, aber die Abyssalebene vor dem Teufelsgrat ist ein vielversprechender Kandidat. Dort würde ich mein Glück versuchen. Ich markiere eine Stelle auf deiner Landkarte, wo du mit der Suche beginnen kannst. Bist du ein Mensch? Deine Frage wird mit einem durchdringenden Blick beantwortet. Nun gewiss als Mensch, der du bist. Noch etwas. Woher weiß, wo die Relikte sind? Meistens nicht, aber ich lese das Meer. Die Wogen, die den formlosen Gestalt verleihen. Das Flüstern der Wellen, die ihre Geheimnisse dem Lauschenden preisgeben. Und ich spreche zu den Strömungen, die sich an alles erinnern, was sie mit sich gerissen haben. Wir sollten auch eben gegenüber zum zu diesem anderen Händler.
Plöpp. Das hat's ja gelohnt. Nicht. Ich wollte es aber wenigstens einmal ausprobieren. Die neue Fähigkeit. Das macht auch mehrere Schwäme, wenn du nah genug dran bist. So, 72 von 128 Fischen schon entdeckt. Sinn bei vielen Fischen, anstatt bei einzelnen großen. Ich wollte einfach nur mal testen, was dann passiert. Auch wenn es richtig beschrieben ist oder gut beschrieben ist. So, sind auch nochmal 198. Rares für rares Archivment. Verkaufe Schmuck für insgesamt 1500 Dollar. Dann fahren wir mal nach Nordosten und vielleicht finden wir unterwegs noch das ein oder andere. Moment, nicht nach Nordosten. Wir müssen doch mal nach Unfell runter zu den Ruinen. Guck mal, wer da ist. Mit einer nachtblauen Kapuze. Das raue Flüsser ist neben Wind und Seegang kaum zu hören. Stille, den Hunger. Die Gestalt mit der Kapuze entrollt ein altes Dokument. Sie zeigt ein Bild ganz oben auf dem Blatt. Es scheint eine blaue Makrele zu sein. Kontengriff stößt ihr die Hand in die Speiseröhre des Schiffs und reißt ihm das Herz heraus. Sie stopft es sich kurzerhand in den Mund. Meer, immer noch leer. Sie zeigt auf das Bild mit einer zweiten Schrift. Diese sieht aus wie eine Tigermakrele. Da wurde Stoffe im Fernrohr angezeigt. Tigermakrele an den Sturmklippen. Ach Leute, jetzt macht euch keinen Stress, weil hier irgendwo Stoff war.
Wir hätten auch so irgendwo anders Stoff gefunden nachher. Ich hab ein Näschen für Stoff. Vor allem kriegen wir erstmal ein Forschungsteil. Was? Was ist passiert? Haben sie die Fische eigentlich direkt verrottet, wenn ich die raushole? Mit dem Zauber. Noch ein Stofffetzen zu wenig. Zwiebelritter bist du, das sagt mir alles nichts. Okay, dabei direkt die Tigermakrele. Nein! Du bist doch DS-Fan. DS? Nein. Ich bin kein Dark Souls-Fan. Ich habe Dark Souls nie gespielt. Ich bin Souls-like-Fan. Aber Dark Souls 3 habe ich nicht gespielt. Das erwähne ich auch bei jedem Souls-like-Spiel, was ich spiele.
Ich habe mit dem Remake ein bisschen gespielt gehabt damals. Aber ich fand irgendwie jedes andere Souls-like interessanter für mich. Schlangenmakrele. Ich glaube, dass es keine Suche gibt. Also ist ein Küstennähefisch, da musste ja hier sein. Makrele habe ich noch nicht gefangen. Das ist die. Das ist die Schlangenmakrele in der Küstennähe der Teufelsgrat. Alles klar. Bei den anderen, dem ich helfen wollte, also helfen sollte. Beim Stillen des Hungers, da habe ich das nicht verkackt damals. Beziehungsweise der ist dann irgendwann einfach geplatzt. Ich denke, das ist auch zeitlich begrenzt. Richtig, einmal quer durch alle Makrelenarten. Düdüdüd. Da ist Stoff. Da ist Stoff! Der Chat muss jetzt schreien. Stoff! Finales Upgrade! Für größtes Schiff. Naja, noch nicht ganz. Guck da, Stoff! Als wenn man auf dem Damenklo kokst, ist der Chat drauf. Sorry. Ich hab's heute irgendwie mit Koks. Man erwartet dich am Dock. Er stemmt sich gegen Wind und Gischt. Aber ich bin ein wunderbarer Tag. Ein neuer Jünger wird an meiner Gestade getrieben. Komm an Land, schwaches Menschlein, und ruhe deine müde Seele aus. Na gut. Deine Ankunft ist eine wahre Fügung. Ich habe gerufen und jetzt kommst du als Antwort. Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor. Und du wirst mein Nachfolger sein. Deine Prüfung beginnt sofort. Sag mir, was sucht deine Seele? Glück. Ha, nichts als eine faule Ausrede, um nicht nach Höherem zu streben. Das Glück ist per Definition ein Kompromiss. Und dein Fleisch, wonach verlangt es? Die Wärme der Sonne. Und dennoch meidet sie dich. Über dem Rest deiner Tage liegt ein Schatten. Endlich, was verdient die Welt? Alles. In gewisser Weise, sie verdient, was an Land gespült wird, was die Tiefe freiwillig herschenkt, aber nicht mehr. Die Prüfung ist abgeschlossen, du hast noch viel zu lernen, aber dieses Wissen wird dir bei Zeiten zuteil. Nun denn, deine Aufgabe als mein Jünger ist es, als Botschafter
Erläuterung zu agieren. Genau wie ich es früher tat. In den nahen Spitzen lodert ein ewiges Feuer, doch die Herdstätten der drei Idole liegen leer und unfruchtbar da. Beschaffe drei unergründliche Flammen von den Felsen hinter uns und entzünde die Tiegel. Besuche die Schreine der Tiefe. Ich werde sie markieren, sie werden dir weiteren Rat bieten. Ich bin aus der Verantwortung entlassen. Okay, da kommen später wohl die Flammen rein. Ein Schwarm kleiner Fische, die ein Boot umringen. Die gefräßigen Kinder. Alleine vermögen sie nicht. Zusammen beschwören sie sie. Unter diesen Worten hat jemand einen nachgekristet. Lass dich nicht von ihnen ergreifen. Verbrennen sie. Große augenlose Bestie. Die Zeichnung zeigt einen großen Fisch mit ausgekreuzten Augen da. Die nicht sehende Mutter. Wenn die Hungernden nicht essen können, naht sie. Unter diesen Worten hat jemand eine Nachricht hingekritzelt. Blind, doch sie kann ihre Kinder hören. Um jeden Preis meiden. Der blubbernde Schlot. Die Zeichnung zeigt einen blubbernden Tiefseeschlot. Der Atem der Erlösung. Er verbrennt jene, die Böses im Sinn haben. Nur die Reinen überleben. Unter diesen Worten hat jemand etwas gekritzelt. Schutz. Folge dem Magma. Finde sie. Was hat es mit dieser Schriftrolle in deiner Hand auf sich? Ich fand sie am Ende meines anderen Lebens. Sie wurde am Strand angespült, wie alle großen Geschenke. Ich brauchte einige Zeit, um die Runen zu entziffern. Sie erzählen von einer unbegreiflichen Tür. Und diese elenden, deformierten Fische, die dort durchschwammen. Ihr Fleisch war das, was einen Schlüssel am nächsten kam. Gibt es noch andere, die deinen Glauben teilen? Es gibt Heuchler, Versager, die die Tiefe zum Gespött machen. Ich habe versucht, ihnen eine Lektion zu erteilen. Aber ich sah bald, dass sie vom Weg abgekommen waren und so überließ ich sie ihrem unstillbaren Hunger. Noch etwas? Relikte, sagst du, vielleicht so etwas wie das hier? Er zieht eine antike Taschenuhr aus seinem Umhang. Tröpfchen von Gischt brodeln und zischen darum herum. Wie ich sehe, fühlst auch du dich davon angezogen. Sie fand mich während meines Ritus der Prüfung, als ich nach machtvollen Kreaturen suchte. Sie zerrte zu Anfang an meinem Geist, doch mit der Zeit lernte ich ihre seltsame Nahrung zu schätzen. Und so wird es auch dir ergehen, wenn alles für das Ritual bereit ist. Dann werde ich sie dir übergeben. Ich glaube, der Typ hat noch nie Stoff gesehen. Richtig, mit den Augen. Eine Flaschenpost. Gestern wurde das Testament seiner Mutter verlesen. Ein Großteil des Vermögens ging natürlich automatisch an ihn über. Aber zu meiner Überraschung hat sie mir ihre Taschenuhr vermacht. Seltsam, das Ding gefällt mir nicht, aber ich weiß, wie viel es ihm bedeutet, dass ich es annehme. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mir damit noch aus dem Grab heraus eins auswischen wollte. Das würde zu ihr passen. Habe ich mich vielleicht irgendwann einmal verspätet? Ich kann mich nicht erinnern.
So, eigentlich diese Makrelen. Wie ein Song. Falsch. Sieh die linke Wand näher an. Das Wandgemälde erzählt von der Geburt einer Zivilisation. Man sieht ein großes Leuchtfeuer, das eine aus der See aufsteigende Gestalt mit Tentakeln bekämpft. Im trüben Licht der Höhle erkennst du an beiden Wänden Malereien. Dieses Wandgemälde erzählt vom Untergang einer Zivilisation. Ein Vulkanausbruch zerstörte einen hohen Leuchtturm. Monströse Gestalten verschlingen Menschen und legen Gebäude in Schutt und Asche. Du gehst die Feenstufen hinauf zum alten Leuchtturm. An seinen Fuße triffst du auf eine steinerne Tür. Du siehst keine Klinke, doch in der Tür wurde eine große Höhlung gemeißelt. Es gibt also keinen Händler oder sonst irgendwas hier oben. Stimmt, da ganz rechts ist noch ein Anlegepunkt. Also beim Verrückten ein bisschen schlafen. Gibt kein rechts. Das ist Osten. Ich werde jetzt erstmal mein Schiff ausbauen. Ja, das ist viel Material. Und warum lässt mich dann nicht mehr raus? Och, komm schon, ey. Oh, super.
Also nachdem ich auf Toilette war, zurückgekommen bin und dann das Spiel einmal neu gestartet habe, werden wir weitermachen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Break, weil ich hänge jetzt eh hier gerade fest. Und habe, glaube ich, ein Menü zu viel mal angeklickt.